Liebe Zuschauer, ja, herzlich willkommen hier in meinem Fahrradkanal. Und vielleicht ahnt ihr es schon, es dreht sich nämlich heute alles hier um diesen Zeus-Antrieb. Und ich möchte euch nämlich 5 verschiedene Fahrradhersteller vorstellen, die diesen Zeus-Antrieb in ihren Fahrrädern verbaut haben. Nein, nicht das Velobike, da habe ich hier in meinem Kanal schon genug zu erzählt. Es geht heute um diese 5 Hersteller. Das hat mir sehr gefallen. Bei Design Your Bike könnt ihr euch euer eigenes Fahrrad in vielen Details selbst gestalten. Ja, und hier beim Bruno und Lola, ja, da könnt ihr euch einen Zeus-Antrieb ordern und das kombiniert mit einer 7-Gang-Kettenschaltung. Ja, das ist sehr interessant, denn so lässt sich das Rad auch ohne E-Antrieb gut fahren. Da der Zeus-Antrieb nur ca. 3,2 Kilogramm wiegt, dürfte das fertige Fahrrad nicht allzu schwer sein. Das hängt natürlich davon ab, wie ihr es konfiguriert, und auf Nachfrage sagte man mir, dass die Rahmen sehr leicht sind und mit dem Zeus-Antrieb kommt ihr auf ca. 12 Kilogramm. Naja, ich vermute mal, mit Licht, Schutzbleche und so weiter seid ihr dann bei ungefähr 15 bis 16 Kilogramm, was aber immer noch sehr gut ist für ein E-Bike. So, ihr seht, dass ich hier echt Spaß habe, mir mein Wunschrad zu konfigurieren. Leider sieht es so aus, dass man aktuell Lola und Bruno nur in der Schweiz mit Zeus konfigurieren kann. Ja, wenn ich als Lieferort Deutschland anwähle, ist der Zeus leider verschwunden. Und man sagte mir, das hat wohl mit Zulassungsschwierigkeiten zu tun. Also hoffen wir mal, dass der Zeus auch in Deutschland bei Design Your Bike bestellbar ist. Ja, bei Turbine Bicycles werdet ihr mit dem Zeus in die Vergangenheit gebeamt. Ja, alle 3 Räder, das E-Diamond, das E-Curved und das E-Mixed, sind im klassischen Stil gehalten. Sehr schick. Ja, bei jedem dieser Räder könnt ihr zwischen einer 4-Gang- oder 8-Gang-Kettenschaltung wählen. Natürlich immer zusammen mit dem Zeus. Alle Räder sind sehr leicht gehalten und dieses E-Mixte Bike hier erinnert sogar an ein Damenrennrad aus den 70er Jahren. Also wirklich sehr schick, und gewichtsmäßig seid ihr zwischen 15 und 20 Kilogramm, ja, so ungefähr. Ja, wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass man mit dem Zeus-Antrieb im Turbo-Modus, also die stärkste Stufe, ganz gut auf 30 bis 35 Kilometer Reichweite kommt. Und wenn man die Anfangspower in der App etwas reduziert, ja, dann kommt man sogar auf gute 40 bis 45 Kilometer. Ja, das als kleine Info hier an dieser Stelle. Ja, das Hummingbird Folding. Ja, hier, das ist ein Faltrad mal wieder für euch, das auch den Zeus hat. Und ja, das ist auch eins der leichtesten Falträder, die es gibt. Und das wiegt mit Zeus ungefähr 10 Kilogramm. Dieses Faltrad gibt es allerdings nur als Single Speed, also ohne Gangschaltung. An dieser Stelle möchte ich euch aber trotzdem aufmerksam machen. Single Speed ist völlig okay, wenn man ruhig durch den Alltag fährt und radelt. Will man aber doch höhere Geschwindigkeiten, ja, ich sag mal um die 25 km/h erreichen, ja, dann braucht ihr eine entsprechende Übersetzung. Sollte das dieses Fahrrad haben und nur Single Speed, dann ist das sicherlich okay. Aber habt ihr dann doch einen Anstieg, ja, dann gibt es da wieder Probleme. Also müsstet ihr eine kleinere Übersetzung wählen. Und deswegen empfehle ich an dieser Stelle dann doch, wenn man sich den Zeus ins Haus holt, dann ist vielleicht doch eine 2-, 3- oder 4-Gang-Schaltung schon eine wichtige Sache, um mit diesem Elektroantrieb gut durch den Alltag zu kommen. Die Cooper Bikes, ja, die gefallen mir auch sehr gut. Ja, sie sind sehr stylisch, ein bisschen retro. Und der Zeus wird hier in dem Fall mit einer 7-Gang-Schaltung geliefert. Die Rahmen sind aus Aluminium und das Gewicht aller Räder liegt laut Webseite bei ca. 17 Kilogramm. Ja, also werfen wir mal einen kurzen Blick auf alle Räder. Ja, hier ist das CG7E, ein klassisches Herrenrad. Hier das CL7E, ja, das ist für Damen gedacht, und ja, das CL steht hier für Classic Lady und das CG oder CG für Classic Gents. Ja, dann haben wir noch das CR7E und ja, das ist wohl eher so dem Gravel zuzuordnen. Und dann hier das noch, das CS1E, und das ist ein Single Speed. Ja, also mit Zeus-Antrieb ohne Gangschaltung, eben dafür sehr leicht, nämlich so um die 14 Kilogramm.
Also ihr seht, der CEOS-Antrieb ist als leichter E-Antrieb an diesen Rädern eine tolle Sache. Die Nachteile sind natürlich, ja, dass man nicht brutal weit kommt und zum Laden, ja, müsst ihr zu einer Steckdose irgendwie kommen. Ja, und während man ein Faltrad durchaus auch in öffentliche Orte bekommt, also gefaltet, nämlich da, wo es dann Steckdosen gibt und ihr nachladen könnt, ja, oder auch daheim, zu Hause, dann ist das natürlich mit einem großen Fahrrad immer etwas schwieriger. Ja, in dem Fall tragt ihr es dann halt in eure Wohnung, wenn es denn auch erlaubt ist vom Vermieter. Und das ist alles schon mal nicht mehr so cool. Aber gut, manch einer hat ein Eigenheim oder eine Steckdose draußen vor einem Haus, keine Ahnung, dann kann man es natürlich auch draußen laden. Ja, und die Reichweite ist eben nur so 30 bis 45 Kilometer. Und an dieser Stelle erwähne ich dann natürlich auch immer gerne diese externe Powerbank, diese Blume 300 hier. Und ich sage euch, diesen Sommer werde ich das mal ausprobieren. Ja, versprochen. Und ich wünsche mir von euch als Gegenleistung, dass ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es nicht schon getan habt. Ja, oder mal eine PayPal-Spende. Ja, ist auch nicht verkehrt. Die Links findet ihr unter dem Video. Das Schawan. Ja, zum Schluss also noch ein Faltrad aus Slowenien. Ja, hier auf dieser Webseite seht ihr, ja, das Elektro-Schawan gibt es einmal als Single Speed mit schickem Design und zum anderen mit einer F-Neo Dreigangschaltung im Zusammenspiel natürlich mit dem CEOS. Und das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so ein Go-Cycle, okay, lässt sich aber anscheinend sehr klein falten und wiegt ungefähr 14 Kilogramm. Ja, und noch ein witziger Einfall hat dieses Faltrad. Ja, man kann es in der Länge kürzen, so dass es für Kinder, aber auch Erwachsene funktioniert. Ja, deswegen hat dieses Schawan den Slogan One for All. Ja, liebe Radfans, das war mein Video für euch über die verschiedenen Fahrräder mit CEOS-Antrieb. Und ich kann euch auch verraten, dass ich demnächst das Velobike Gears bekomme. Ja, das ist nämlich das Velobike mit der Dreigang Kettenschaltung, ja, sehr interessant, und das werde ich hier im Alltag testen, hier in meinem Kanal. Und vielleicht auch noch interessante CEOS News, es gibt nämlich demnächst einen 340 Wattstunden Akku und der ist vermutlich relativ leicht, und das Interessante dabei ist, man kann einen Range Extender dort anschließen, der von der Form her in eine Getränkehalterung passt, und dieser Range Extender hat ungefähr 250 Wattstunden. Und im Prinzip könntet ihr davon auch zwei mit dabei haben, wenn ihr auf eine Radtour geht und so euer E-Bike auf Reichweite trimmen. Ja, sehr interessant, ja, denn im normalen Fahrradalltag braucht man nicht so viel Akku und dann schleppt ihr eben nur den kleinsten Akku mit, und für eine Radtour könnt ihr dann euer Set irgendwie erweitern. Also das demnächst bei CEOS. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video oder einfach mal ausschalten und eine Runde radeln.